Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah. Hallo. Und Pascal. Mist, da kann man nicht hoch. Hallo. Lass die Tür offen! Was ist der Balkontür offen? Weil ich da rausgehe. Warum gehst du aus dem Balkon raus? Weil. Baum. So. Du hast unten den Ausgang. Ja, dann müsst ihr aber erst runterrennen. Stattdessen springst du jetzt mal über den Balkonzaun? Ja, es geht schneller. Mach doch einfach die Balkontür zu. Zieht sonst. Immer diese Leute hier. Ich spring doch auch nicht oben von der Terrasse runter, immer wenn ich aufstehe. Ne, ich aber schon. Ich auch. Warum springt ihr vom Balkon runter? Weil es einfach ist, dass die Treppe runterzulaufen, wenn du unten eine Leiter Treppen wie jeder normale Mensch. Wir aber sind keine Menschen, wir sind Überlebende. Ja. Wo schließt sich das aus? Sind Samen von blauen Blumen? Nein, sind sie nicht. Wir haben Sonderrechte. Kannst du so ein Blaulicht auf dem Kopf umbinden? So, jetzt immer auch hier runterspringen, so, bei Terrasse. Oder wie? Ja. Ich hab nämlich probiert, von ganz oben runter zu springen, weil ich da nicht so recht wusste, ob man sich da nicht wehtut. Was ist der Teppich, der jetzt hier liegt? Warum schwebt der Teppich in der Luft? Und in, dem, und in dem Schild. Da ist wahrscheinlich meiner. Hm, der ist auch verdächtig nah an deinem Raum dran. Kannst du sagen, ob du gleich noch ein. Der schwebt hier in der Luft. Der andere auch? Ja, wir beide, ja. Musst du ein bisschen überlappen machen. Ja, glaube ich auch. Ja. Aber gut, lassen wir das erstmal und würde sagen, wir stopfen uns mal ganz kurz voll und erkunden die Insel, bevor wir... Das Stack-Limit von den Farben ist 600. Habe ich sie eben rausgefunden. Hast du rausgefunden jetzt? Genau. Das wächst, die Tiere werden das hoffentlich überleben. Haben wir alles aufgefüllt bei denen? Ja. Let's go. Oder brauche ich noch irgendwas? Was zu essen? Ah, die Bäume sind schon fertig. Aber die Leute, die Türen offen lassen. Ja, ich war diese Leute, die Türen zumachen. Ja, die Leute, die Türen zumachen, während ich rausgehen möchte. Ich habe doch einfach nur kurz was aus der Essenskiste geholt. Ich weiß nicht, was du dich beschwerst, Pascal. Okay, let's go, ey. Es ist auch nicht einfach mit uns. Nee. Hab das Schild gelesen. Kameras mit Flash. Kameras mit Blitz. Achso. No smoking or drinking, no unauthorized vehicles, no loitering, no littering. Unauthorized personal, do not enter during mating season. Bedeutet, wenn die sich paaren. Ja, paaren die Leute, so. Die sich paaren. Die Bären dann hier. Keine Menschen. Ja. Die Bären. Okay, also es gibt hier Bären. Na super. Ist gerade Paarungssaison? Und andere. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das ignorieren wir mal. Ein Wegweiser. Lama. Relay Station, ja. Ranger Station. Also da die Zahlen stehen, entweder sind es die Kilometer oder die Reihenfolge, wo wir dran müssen. Haben wir noch irgendwas im Heft? Das ist die Reihenfolge. Okay, also zuerst Ranger. Ranger. Also das war die Ranger Station. Genau. Ja. Tobi kann Ranger nicht aussprechen. Ranger. Bär. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal alle zusammen. Wollen wir den fighten? Ja, wir haben keine Wahl. Oh Gott. Wir haben ihn. Ja. Oh, was gibt da Leckeres? Schön viel Fleisch. Anna, du hattest einen Pfeil im Rucksack. Ich weiß, ich kann mir nicht erklären, wie der daherkam. Hm. Ha. Von wem? Keine Ahnung, wer mit Pfeil und Bogen schießt. Ja, ne? Wer ist denn derjenige von uns, der Pfeil und Bogen überhaupt hat? Henry Stuff. Keep out. Das ist ein Bootsmotor. Dann lässt Henry mal in Ruhe mit seinem Stuff. Kann auch nichts aufnehmen. So, Ranger Station, hier lang. Dum 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 dum.
Ich finde irgendwie, die Musik ist sehr idyllisch, aber irgendwie könnten wir jederzeit auf so einen Bären zulaufen. Hier ja. Nicht mehr. Ja, okay. Hätten wir uns vielleicht ein Insekten... So Leute, aus. Hätten wir uns vielleicht ein Insektennetz craften sollen? Ja, haben wir Bienen? Hat jemand zwei Glibber? Nee. Nein, ich dachte, glaube ich... Also ich hatte überlegt, ob ich den mitnehme, aber... Okay, dann muss er nochmal wiederkommen, wenn dann... Leute, das sieht nicht gesund aus. Aber Bienen sollte auf jeden Fall mitnehmen. Weil Bienen geben Honig und Honig ist Biokraftstoff. Mit diesem Biokraftstoff können wir unsere Motoren antreiben. Ich hoffe, die tauchen mal wieder auf, die Dinger. Und ich bin jetzt nicht als einziger hochgekommen. Okay, die tauchen wieder auf. Die tauchen wieder auf, ja. Leute, jump and run. Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig zu machen, wenn du nicht einschätzen kannst, wie weit du springst. Wie in Minecraft. Ungefähr genau gleich. Ich schau mir dabei schon mal die Station an. Pascal, es ist nicht hilfreich, wenn du vor mir springst. Ja, ich muss aber springen. Ich bin hinter dir vorhin gesprungen, deswegen bin ich ja tot. So gut wie. Weil ich vor dir, weil ich hinter dir gesprungen bin. If you live here, durch. Your house is gone. Jo, okay. Ja, bist du bei der Ranger Station schon? Eine Glühbirne. Ach. Ja, natürlich, ich bin schon lange durch. Ja, wir aber noch nicht. First try. Biokraftstoff-Raffinerie. Zeig ich doch, Plastik. Biokraftstoff. Hier fehlen Werkzeuge. Ein Bruno-Sägeblatt. Draußen war noch eine Glühbirne. Text. Oh, selber lesen oder was? Ja, wird sich auch vorgelesen hier. Unglaublich. Okay, das ist einfach nur, wann wer dran ist oder so. Ja, was in der Richtung. Nichts Spannendes, nur ein Dienstplan. Im Hinterraum liegt eine schmuddelige Matratze. Das wird Wohnhaus oder so sein. Wir haben Wildbären. Wir haben Wildbären ernt. Ja, wir brauchen eine Glühbirne. Wie sieht der Busch aus mit den Wildbären? Also so wie die roten Bären, halt nur mit blauen. Ah, okay. Leute, ich habe in der Ranger Station, da steht da vorne so eine Art Figur und da steht da, wir benötigen eine Glühbirne als Kopf. Ah, schon. Ups. Ups. Nein, nicht. Ich bin das ist jetzt einmal von Station 2. Von oben nach unten gefallen. Ja, das ist halt... Bei uns zu Hause sind die Treppen ein bisschen besser abgesichert als hier, Tobi. Ja, ja. So, ich bin gut, oben. Wenn man die Treppen auch benutzen würde, ne? Station 2. Oh mein Gott. Ja, jede Menge Plastik hier. Und vertrocknete Pflanzen. Ja, hat jemand keinen grünen Daumen, und würde ich Kaktus. Sagen. Liege. Ich will die Liege. Ich will Sonnenliege haben. Und ganz viel uralte Technik. Ja. My sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the relay towers operational. The next shift was meant to start weeks back. But the replacements never showed up. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Der Akzent war jetzt schon ein bisschen sehr deutsch. Ja, ich wollte gerade sagen. Mein erster Gedanke so, definitiv deutscher Akzent. Ein richtig krasser deutscher Akzent. Okay, hier also oben war eine Kiste mit vier Planken und einem Bolzen. Danke okay, für nichts. Also nicht. Gibt es hier sonst irgendwas? Aber wir haben noch zwei Relay-Stationen. Das stimmt. Lass mal zu den anderen Relay-Stationen gehen. Ich würde sagen, erstmal zur nächsten, also zur 4, was glaube ich, die nächste. Komm, die sind wahrscheinlich sowieso ungefähr nebeneinander. Ja, ist da drin. Ja, du bist ja auch gesprungen. Mach ich auch, weil ich habe keinen Bock, mehr lang zu laufen. Da will ich nicht runter. Ja, aber ja, ich bin auch nicht ganz runtergelaufen, aber nicht von ganz oben gesprungen, weil Angst vor Fallschaden. Naja, du von einer Treppe zur anderen. So, gibt's denn noch irgendwas Interessantes? Hier oben vielleicht? Irgendwie eine Übersicht oder so? Ich rutsche den Felshang runter. Macht viel Spaß. Warte, wo bist du, Hanna? Irgendwo unten. Ich sehe unten nur einen Bären, der auf dich zurennt.
Ich gehe das Weg zurück. Ist der, oder ist der auf dich zurückgesprungen? Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ich geh auf den Weg zurück. Pascal, musstest du unbedingt auf den Bären raufspringen? Also ich hatte bisher keinen Schaden bekommen von dem. Ich habe nur zweimal Schaden bekommen, aber so viel gibt er auch nicht mit einem Mal. Ja. Also ich habe jetzt gerade also ich habe zweimal von ihm Schaden bekommen und insgesamt weniger Schaden als bei einem Haibiss bekommen. Wow. Also ein Hai und ein größeres Maul ist ein Bär. So, Relay Station 4. Das ist ein Bär. Cool. Die gibt es ein paar Mal, habe ich gehört. Gehen wir mal vorbei. Aber wo es Bären gibt, gibt es auch Bienen. Würde ich jetzt mal so. Ich habe bisher noch keine Bienen gesehen. Hast du zu für Winnie Pooh geschaut oder wie? Okay, hier liegen Steine. Und hier ist eine hochgefahrene Zugbrücke. Und da ist ein Apparillo, der ist so markiert, als ob man mit dem interagieren könnte. Ja. Ich glaube, es liegt vielleicht an der Glühbirne, die wir noch nicht gefunden haben. Ich würde sagen, hier liegen Steine. Vielleicht kann man die Steine werfen? Unwahrscheinlich. Doch, kann man mit Linksklick gedrückt halten. Okay. Lol. Muss ich mir merken für Vögel. Wenn wir jetzt hier verkacken, müssen wir neue Steine holen. Ja, ich hab Bienen gefunden. Ja, pass auf, die stechen. Ich weiß. Habe ich selber schon jetzt rausgefunden. Oh, mit dem letzten Stein hat das doch noch geschafft. Au. Ah. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann müssen wir neue Steine auf dem Floß holen. Willst du hochgehen? Wobei, gib mir nach oben. Wir gehen doch eh alle hoch. Dachte ich. Ja, ich stecke fest. Es ist so dunkel hier. Ich mache die Kopflampe an. Du hast doch bestimmt deine Helmlampe mitgenommen, ja. Hm, ich habe meine nicht kaputt. Mit dabei. Ich habe meine auch nicht mit dabei, weil die anscheinend nicht mehr existiert, weil die irgendjemand schon wieder irgendwo rausgenommen hat und verbraucht hat. Ah, aua. Einmal unten. Ja, das sind Generatoren. Das ist Geschirr. Gucken wir mal hier rein. Das ist echt dunkel. Wieder nicht vorgelesen, unglaublich. Treibstoffrohr. Das ist eine Map davon. Ich würde sagen, wir sind langsam bei dem Zeitpunkt angekommen, wo wir Treibstoff verwenden sollten, oder? Wenn wir so viel Treibstoffsachen hier erforschen. Do not lose. Ja. Bis die 4, das bei der 2 waren wir schon. The kids are fighting. Oh, Astrid would have known how to make them stop. I found her wrench out by the clearing. I've been calling out on the radio. Please, I just want to talk, sis. Miranda is screaming outside. I hope her and Henry make up soon. Der Typ scheint auch sehr, sehr verzweifelt zu sein. Ja, oben ist nichts mehr. Warte mal. Eine von drei Relay-Stationen aktiv. Ja. Ne, ich habe hier eine aktiviert gerade. Oh, das heißt, wir die anderen noch aktivieren müssen. Naja, mit der Glühbirne dann wahrscheinlich erst, aber. Ne, die Glühbirne brauchten wir beim, bei der Ranger Station. Aber war da irgendwas zum Aktivieren? Ich hab nichts gesehen. Nee, ich glaub nicht. Wie hast du das hier aktiviert? Das war einfach nur so ein Schalter neben der Tür. Oh. Okay, vielleicht sollten wir bei, nach dem auch mal schauen würden. Dann geht einer noch zurück zu dem 2 und guckt, ob der Schalter ist und die anderen beiden zur 9. Wo seid ihr? Draußen auf der Brücke. Pascal, gehst du mal zur 2 und schaust doch mal nach dem Schalter und Tobi und ich gehen weiter und holen währenddessen auch Honig. Oder ich gehe zurück, weil das Jump'n'Run, ich weiß nicht, Pascal, wie viel Leben hast du noch? Ja, ich hab's ja geschafft, dann, als okay, ich na gut, dann mach du das. Ist auch okay. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr schlecht darin bin. Ja gut, bin ich auch nicht darin. Bienen! Wir brauchen ein Insektennetz. Definitiv. Ich suche den, ja, das müsste vom Floß. Die Materialien euch holen für. Na, ja, 2 Glibber. Naja, die haben wir nicht dabei.
Oh, ich habe auch die Bienen gesehen hier. Ich suche noch gerade den Rückweg. Die leuchten komischerweise. Du musst. Ja, wie alle interaktiven Items. Pascal, komm. Sah eher aus wie Bienenwürmchen. Du musst halt über die Brücke und dann einfach. Ja, ich suche die gerade. Ah, nee. Ich latsche nur gerade irgendwie um auf dem Plateau herum. Ach, da hinten ist die Brücke. Okay, ich sehe sie. Noch mehr Bienen. Oh mein Gott, wir können so viele Bienen einfangen. Aber, um die Honigwabe zu entfernen, braucht man nicht mal Netze. Nee, also, aber die Bienen einzufangen, dann kannst du eine eigene Bienenkolonie machen. Stimmt, die Honigwabe. Die Honigwabe brauchen wir zum Forschen. Ja, und dann. Also, Hanna, hast du eine Honigwabe? Noch nicht, aber ich kann eine holen. Oh, das ich habe da mehr rumliegen sehen an Honigwaben. Ja, sammle gerne mal eine ein. Hey, Tobi, rennst du da gerade zur Relay Station? Nummer 6, ja. Allerdings ist mir gerade hier so ein netter, fälliger Typ begegnet. Namens Bär, oder? Ja. Mir ist es egal, ich gehe von mir aus auch so alleine dorthin, aber. Okay, dann brauch ich einfach. Ja, Tobi, du bist jetzt nur 6 unterwegs. Dann würde ich sagen, Hanna, gehst du zum Floß. Ein Bärenkopf! Oh mein Gott. Was Neues wie Trophäenhalle, die wir mal etablieren sollten. Haha! Ey, das ist echt cool. Warte mal, wo komme ich her? Wir sollten von allen erlegten Tieren, von denen wir einen Kopf bekommen, auch einen Kopf in die Trophäenhalle reinstellen. Finde ich ein gutes Konzept. Ja. Also Bärenkopf haben wir schon mal. Haiköpfe haben wir bestimmt genügend. Auch genügend. Wir brauchen eine Machete. Okay. Hier sind so Kletterpflanzen. Ach, und die musst du wegschnipseln da, bevor du weiterkommst, ne? Na. Dann kriegen wir Dreck. Schauen wir mal die Crafted. Beziehungsweise haben wir überhaupt ein Rezept dafür? Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht gibt's das ja bei der Relay Station 6 oder sowas dann. Ja, vielleicht. Aber wenn sie hier eine Machete brauchen, dann muss sie auch immer ein Rezept dafür geben. Ich habe einen Bär hinter mir. Fuck. Renn einfach, der ist langsam aus dem. Ja, okay. Weil keine Ahnung, wo es hier lang geht. Also. Ich auch. Okay, ich renne. Bei hinterm Jump'n'Run müsste ich da abgehangen haben. Also die Wildbären, die sind glaube ich einfach diesen Quest-Gegenstand, weil wir haben 5 Wildbären, das ist Quest. Ja, die tauchen auch immer im Community-Inventar auf, also. Ja. Oder um es auf Deutsch aufzudrücken, Gemeinschaftsinventar. True. Wenn ich wäre immer noch hinter mir schnauben, wo ich das Jump'n'Run schon so viel hinter mir habe. Mann, hier geht das dann. Ah, er ist über das Jump'n'Run mitgerannt! Müsste denn nicht sterben? Anscheinend nicht, anscheinend war der geschickt. Er ist mit über das Jump'n'Run gerannt. Ah. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, er kommt nicht hoch auf die Relay Station. Ne, der kommt doch nicht hoch. Jetzt bin ich nur hier oben festgesetzt, weil ich komme nicht mehr weg, ohne dass der mich catcht. Und mein Leben ist auch im Eimer. So viel er mich schon angegriffen hat. Und ich bin ganz runtergefallen. Geil. Hä? Hilfe, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wie kommt man da hoch? Hanna, bist du oben? Wo? Bist du nicht auch bei Relay Station 6? Und wen habe ich gerade hier gesehen? Ich war, ja. Ach, der nächste Bär, ey. Diese Bären hier überall, die sind halt schon anders nervig. Oh. Ich dachte schon, ich hätte den High Ground. So, dann schaue ich mal, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Mist, ja, mein Speer ist kaputt. Hier ist ein Schalter, direkt neben der Eingangstür. Schön, dann aktivier da mal bitte. So, steht jetzt irgendwo da?
Wo stand das mit dem? Wo standen das mit Relay? Wo von drei müsste da jetzt stehen? Das stand auf irgendeinem Bildschirm. Auf einem Bildschirm daneben ist irgendwo so ein Mikrofon-Dingens. Aber das wirst du bei der Relay-Station. Ja, zwei von drei Relay-Stationen aktiv. Okay. Also, den Schalter okay. Vergessen. Noch ein der weniger auf dieser Insel. Aber die respawnen relativ schnell. Ja, das ist wie mit den anderen Kackviechern. Nur, dass die Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Respawnen. Die Ratten. Die Wildschweine. Und die Ratten. Ja, ja. Die Wildschweine, die waren es ja weniger. Das waren so ein paar wenige nur. Aber die respawnen auch nicht. Das sind ja Nutztiere, mehr oder weniger. Oh, fuck. Ich bin tot. Jump'n'Run verkackt. Dürfen wir dich da rausziehen, ne? Ja, wie kommen wir da hin? Ich liege in der ätzenden Suppe drinne. Also, ich schwimme oben auf der ätzenden Suppe. Oder brauchen wir erst die Machete, können dann hier durch den Gang durch und dann erst dorthin? Wahrscheinlich ist das so Sinn dahinter, ja. Warte, aber wir haben noch eine Map. Ja. Da ist die 6. Und da geht so ein lang, ganz außen so ein Gang lang. Kann es sein, dass wir jetzt vielleicht gerade da sind und deshalb einmal außen lang müssen? Also, wenn wir jetzt hier sind. Ich gehe einfach mal außen lang, weil das sieht irgendwie so aus. Wollt ihr mich doch auch mal ab, oder? Ach so, Pascal will auch noch abgeholt weiter. Werden. Wann ja, hast du ich Bock? Lieg ja, ich schwimme auf der ätzenden Suppe oben drauf, also. Kannst du vielleicht Richtung Dings schwimmen? Richtung Ufer? Ich lieg da bewegungsunfähig. Ach so, schade. Ja, ich hole ihn. So, und beware of the bear. Ja, mein Schwert wird schon kaputt gehen, wenn ich den. Der muss hier noch irgendwo rumstreunern. Oder das war der, der mich angegriffen hat. Ist jetzt zwar etwas. Meinst du, er ist lange Jump'n'Run wieder zurückgerannt und auf die andere, aufs andere Ende, ans andere Ende der Insel? Ja, vielleicht. Zu dir? Ich habe immer das noch kein einziges Mal Wildbären gefunden. Ich auch noch nicht. So. Ich habe 6 Stück gefunden. Ich habe 5 Wildbären benutzt. Oh. Großer Bär! Großer Bär! Großer riesiger Bär! Bin tot! Ich glaube, ich bin weg alle. Ich würde sagen, Hanna, du rettest mich und dann retten wir gemeinsam Tobi vor dem Riesenbären. Der hat mir mit einem Schlag ein halbes Leben abgezogen. Ein Drittel Leben hat er mit einem Schlag. Was passiert eigentlich, wenn wir alle drei tot sind? Muss einer von uns sich wieder überleben und. Das war dieses Gebiet. Dieses Todgebiet. Also das, dafür waren die Bären. Raph, ne? Und machen dort ein Dann sind wir da. Ich war Durst du gleich. Ja, alles gut. Ich mach nur kurz Tobi. So, Tobi ist schon mal. Nochmal reinklicken, werde ich dann in direkt auf Fluss teleportiert? Nee. Oder bleib ich dann hier liegen? Keine Ahnung, aber mach jetzt bitte nicht, weil ich. Jetzt hast du mich im Arm. Jetzt kann ich eh nicht mehr klicken, ne? Sehr gut. Schön, dass du dich wieder kennst, dass du an einem sicheren Ort bist. Ich könnte dich auch einfach von der Klippe schmeißen, aber. Sorry, aber. Dann gehe ich auch mal schlafen. Pascal? Bleibst du im Anker? Aber schlafen ist auch das perfekte Wort, denn wie wir die Insel weiter erkunden, das gibt es erst in der nächsten Folge. Jo. So lange müssen wir euch noch warten lassen. Tschüss. Tschüss.